Die Benko-Story. Ein Blick hinter die Fassaden des umstrittenen Immobilienkaisers. Ein junger Tiroler bricht die Schule ab, beginnt mit 17 Jahren Dachböden auszubauen und ist heute einer der reichsten Menschen Österreichs. René Benko ist Selfmade-Milliardär, ein begnadeter Netzwerker und nach eigenen Angaben der größte Immobilienentwickler Europas. Herzlich willkommen bei diesem Eko-Spezial, das sich mit dem Phänomen René Benko auseinandersetzt. In 20 Jahren hat der Tiroler Geschäftsmann ein beeindruckendes Imperium aufgebaut. Sogar das berühmte Chrysler Building in New York gehört zu seiner Signer-Gruppe. Doch über René Benko selbst weiß man nur sehr wenig. Der 45-Jährige gibt ungern Einblicke in seine weitverzweigte Unternehmensgruppe und redet auch ungern mit Medien. Johannes Schwitzer-Fürnsinn und Bettina Fink haben hinter die Fassade geschaut, mit Weggefährten und Kritikern gesprochen. Klar ist, schon früh hat Benko mehr gewollt. Geld, Erfolg und schnelle Autos. Innsbruck, Mitte der 1990er Jahre. Ein junger Mann gibt Gas. Er hat ein Faible für schnelle Autos und will hoch hinaus. Ich glaube, dass der René von damals mit dem René heute nicht so viel gemeinsam hat. Er ist extrem schnell im Kopf. Also dem macht man mit Zahlengerüsten und so weiter nichts vor. Und er überlauert sofort, wo tut sich eine Chance auf. Wir versuchen zumindest etwas an seinem Bein zu knappern. Wir wissen, dass ihm das wahrscheinlich nicht einmal irgendwie kratzt. Aber wir versuchen es zumindest. Das ist etwas, was man bei vielen, würde ich sagen, sehr erfolgreichen, aufstrebenden Immobilienstars, oftmals slicke Männer, beobachten kann, dass sie sehr überzeugend einnehmende Persönlichkeiten sind, ja, die einfach Menschen auch schaffen, quasi Vertrauen einzuflößen, dass sie diese Gewinne auch wirklich realisieren werden. Wir glauben, dass die Politik die Wirtschaft steuert. Der umgekehrte Fall ist öfters gegeben. Wer ist dieser René Benko aus Innsbruck, der zum größten Immobilienentwickler Europas wurde? Der Kaufhausketten und Luxushotels in besten Lagen besitzt. Und Wahrzeichen wie das New Yorker Chrysler Building. Heute ist er Multimilliardär, bestens vernetzt und medienscheu. Über Monate haben wir uns um ein Interview mit René Benko bemüht. Vergeblich. Gewährt wurde uns ein Hintergrundgespräch in der Innsbrucker Zentrale. Weder dürfen wir das Gespräch filmen noch Tonaufnahmen machen. Doch das gilt offenbar nicht für alle. Zufällig stellen wir später fest, dass Signer das Gespräch aufgezeichnet hat. Ohne unser Wissen, ohne unsere Zustimmung. Es bleibt ein schaler Nachgeschmack. In seinen Anfängen war René Benko jedenfalls noch bestrebt, in Medien das Bild des jungen Aufsteigers aus einfachen Verhältnissen zu pflegen, der millionenschwere Immobiliendeals durchzieht. Ich muss ganz ehrlich zugestehen, mir würde es auch ab und zu reißen, wenn ich in der Zeitung letztendlich einen jungen Investor sehe, der gerade was Großes umgesetzt hat, weil man natürlich immer Geld, Erfolg und große Projekte mit grauhaarigen älteren Herden großteils mit Wohlstandsbäuchlein irgendwo kennt und damit das Bild eines 27-Jährigen natürlich für jeden absolut fremd ist. Damals baut Benko seine erste Immobilienfirma Immofina auf und hat gerade erst einen lukrativen Geschäftsführervertrag abgeschlossen, den wir im Firmenbuch entdecken. Er sichert dem erst 27-jährigen Benko 50.000 Euro monatlich plus Erfolgsbeteiligung, einen Oberklasse-Dienstwagen samt Chauffeur und bei Bedarf einen Privatjet. Eine Karriere nimmt rasant Fahrt auf.
Begonnen hat alles klein. Mitte der 1990er Jahre ist Benko Schüler. Er hilft einem Tiroler Baumeister, der Dachböden ausbaut. Vom Immobiliengeschäft hat er noch keine Ahnung. Und er lernt beim später in Verruf geratenen Finanzberater AWD, wie man zu Geld kommt. Und Benko, das Kind aus dem Innsbrucker Gemeindebau, will reich werden. Auf dem Weg zum Erfolg ist er nicht zimperlich. In Lanz in Tirol fädelt er mit dem Verkauf eines Hotels seinen ersten großen Deal ein. Den Streit zwischen Betreiber und Eigentümer weiß er für sich zu nutzen, droht sogar mit einer Räumungsklage. Am Ende schafft er es, das Objekt an einen Kitzbüheler Hotelier zu vermitteln. Das war alles hieb- und stichfest und hatte Hand und Fuß. Also da habe ich mir gedacht, na gut, 19 Jahre, eine große Herausforderung, aber das schaut wirklich sehr solide und ordentlich aus. Haben Sie sich nicht gefragt, wie kommt ein 19-Jähriger dazu, überhaupt so ein Geschäft zu machen? Ja, diese Frage habe ich mir schon gestellt. Aber mir ging es also darum, dass die Transaktion durchgeführt wurde. Wir haben dann Verhandlungen geführt. Wir haben uns auch hier in Kitzbühel getroffen. Und er vermittelte nicht den Eindruck eines 19-Jährigen. Also er war schon sehr aufgeräumt, sehr korrekt, sehr am Punkt und damals schon sehr am Detail. Handelsakademie Innsbruck. René Benkos ehemalige Schule. Da sind wir wieder. Wie lange ist es her? Wir treffen seinen Sitznachbarn und eine weitere Mitschülerin. Ein Vierteljahrhundert später. Hallo. 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 Danke fürs Kommen. Gerne. Bitte gern, hallo. Machen wir eine. Mach mal. In der Schule war Benko unauffällig und nicht sehr ehrgeizig, erzählen sie. Seine Energie floss damals in sein Hobby, das Klettern. Herausstechend war eigentlich das Optische, wo man sich damals niemals gedacht hätte, dass es sich so entwickelt, wie er jetzt präsent ist einfach. Also er hatte lange Haare, lockige Haare, war ganz, ganz schmal gebaut, einfach so, wie man sich Kletterer einfach vorstellt. Er war so gut wie immer dabei, innerhalb der Schule, außerhalb der Schule, war er ein Mysterium und man hat eigentlich nicht genau gewusst, was er macht. Immer öfter fehlt Benko. Vor der Matura bricht er die Schule ganz ab. Plötzlich war der René nicht mehr da, es war die Klasse zum Abschließen und keiner hat eigentlich gewusst, was jetzt der Grund war. Natürlich reden sich dann das ein oder andere Gerücht herum. Und dann war es der Lottogewinn, dann hat es geheißen Rotlichtmilieu in Wien und dann hat es das geheißen, aber niemand hat was gewusst, jeden Tag ein neues Gerücht und dann... Hat man von ihm in der Zeitung gelesen. Genau. Und die Zeitungen berichten 2004 über ein Großprojekt. Benko kauft das damals abgewirtschaftete Traditionskaufhaus Tirol und will es komplett umbauen. Seine Pläne stoßen anfangs auf massiven Widerstand aus der Bevölkerung. Es braucht mehrere Anläufe, bis der Einkaufstempel genehmigt ist. Am Ende macht ihn das Projekt weit über Tirol hinaus bekannt. Doch wie kommt der junge Benko an die Millionen für derartige Projekte? Wie kann er das finanzieren? Schon 2001 hat Benko einen großen Investor an Land gezogen. Karl Kovarik, ehemaliger Eigner der Strohtankstellen, steigt bei der Immofina ein. Ein Turbo für das junge Immobilienunternehmen. Und das schafft René Benko immer wieder. Er findet für seine Projekte vermögende Investoren, die auch gerne im Hintergrund bleiben. Etwa ein griechischer Reeder. Ein israelischer Diamantenhändler. Ein ehemaliger Porsche-Chef. Ein New Yorker Immobilienmilliardär. Ein thailändischer Warenhauskönig. Ein umtriebiger österreichischer Bauunternehmer oder ein ehemaliger Bundeskanzler. Warum vertrauen so viele Menschen René Benko so viel Geld an? Ja, das ist ziemlich einfach. Ein Investor ist daran interessiert, dass das Geld, das er einsetzt, anständig verzinst wird. Da sind alle Investoren gleich. Und das hat er halt von Anfang an geschafft. Also die Investoren haben immer gut verdient.
Seit 2006 firmiert Benkos Unternehmen unter dem Namen Signa. In Wien residiert man im noblen Palais Harrach. Und Alfred Busenbauer ist mittlerweile Aufsichtsratsvorsitzender in gleich drei seiner Gesellschaften. Als ich aus der Politik ausgeschieden bin, ist der René gekommen und hat gesagt, du, mir würde das freuen und alle anderen bei uns auch, wenn du bei uns andocken würdest und hier eine Funktion übernimmst. Ich war ja zu diesem Zeitpunkt noch kein Experte der Immobilienwirtschaft, um das mal so zu sagen, aber habe mich natürlich dann in das Thema eingearbeitet und versucht herauszubekommen, was so die treibenden Faktoren sind, die dazu führen, dass es halt Wertsteigerungen von Gebäuden gibt, wo die Wertschöpfung herkommt bei den Entwicklungen und so weiter. Na gut, und jetzt mache ich das schon 14 Jahre, das heißt, ich würde glauben, ich habe meine Lehrjahre absolviert. Politische Netzwerke. Quer durch alle Parteifarben. Die wusste René Benko immer zu pflegen. Wer in Innenstädten groß bauen will, kann ein bisschen politische Unterstützung brauchen. Sein alljährliches Südtiroler Erntedankfest wird rasch zum Society-Event. Für reich, mächtig und schön. Ich finde seine Frau sehr zauberhaft und ich habe mich sehr gefreut, dass sie auch da ist. Da hatte ich ein bisschen drauf spekuliert, dass wir so ein bisschen Mädchen-Talk machen können, wenn die Männer über Business reden. Natürlich, Girls Power ist wichtig, gerade am Sommerabend, weil natürlich sehr viele Männer da sind. New York, Bozen, London, Hamburg. Benko baut am liebsten an symbolträchtigen Orten, mit großen Architekten und lässt Projekte in Präsentationen schillern. Fast zu schön, um wahr zu sein? Viele Fassaden. Doch wenn man genauer wissen will, wie gut es um Benkos Reich bestellt ist, werden die Informationen nur spärlich zugänglich gemacht. Beim Blick in die Firmenbuchdaten des Wirtschaftskompass stellt sich Benko Signa als undurchsichtiges Geflecht von Projektgesellschaften, Beteiligungen und Privatstiftungen dar. Die Mehrheitsverhältnisse und die Geschäftszahlen der gesamten Signa-Gruppe lassen sich für Außenstehende kaum herausfinden. Leonhard Dobusch, Ökonom und wissenschaftlicher Leiter des arbeitnehmernahen Momentum-Instituts, versucht es seit Jahren. So viele miteinander verschränkte Gesellschaften unter einem Dach. Ist das so üblich? Die verschachtelte Konstruktion von grenzüberschreitenden Immobiliengeflechten hat definitiv System. Und zwar eben aus verschiedenen Gründen. Steuersparmodelle ist ein Grund. Die Verrechnung von Leistungen innerhalb der einzelnen Gesellschaften ist ein anderer Grund. In allen diesen Bereichen geht es aber darum, dass die Eigentümer schaffen, laufend eigentlich schon Gewinne auszuschütten, die eigentlich erst in der Zukunft vielleicht realisiert werden. Aber das ist ja alles legal. Eine Gestaltung von Unternehmensgeflechten, wie sie Benko macht, ist nicht illegal. Ja? Und ist auch etwas, was von zum Beispiel Banken, die Kredite vergeben, durchaus auch empfohlen wird. Warum ist Signa so undurchschaubar? René Benko will auch diese Frage nicht vor der Kamera beantworten. Stattdessen schickt er seinen Geschäftsführer vor. Der sieht darin kein Problem. Signa sei ja nicht an der Börse. Daher haben wir keine Offenlegungspflichten wie am Kapitalmarkt üblich. Wir haben aber die volle Transparenz unseren Investoren gegenüber, unseren Banken gegenüber, unseren Aktionären. Die bekommen viel mehr Information, viel transparentere Information, wie es die Kapitalmarktverpflichtungen sind. Aber wir sind ein privat geführtes Unternehmen und dementsprechend kommunizieren wir das, was wir müssen und nur das, was wir wollen. Eines präsentiert Signa gerne: den Wert der eigenen Immobilien. Dieser sei von 1 Milliarde Euro im Jahr 2010 auf rund 24 Milliarden im vergangenen Jahr gestiegen. Thank you.
Kann es sein, dass es im Benko-Reich immer nur nach oben geht? Und wie funktioniert das Modell Benko eigentlich? Signa kauft Immobilien, die sie für unterbewertet hält und investiert teils hunderte Millionen. Hier in der Wiener Innenstadt hat Benko die ehemalige Länderbankzentrale zum Luxushotel Park Hyatt umbauen lassen. Der Pool ist im ehemaligen Tresorraum der Bank. Die Präsidentensuite kostet 5.000 Euro pro Nacht. Das Gebäude könnte man heute, laut Signa, mit 100 Millionen Euro Gewinn weiterverkaufen. Und das Hotel rentiere sich trotz Pandemie. Ganze Häuserzeilen hier gehören Benko Signa. Das sogenannte Goldene Quartier. Mit vielen Luxuskonzernen, die hohe Mieten zahlen. Wer mit den Augen von Christoph Stadelhuber durchspaziert, sieht bald nur noch teuer vermietbare Quadratmeter hinter jeder Fassade. Wenn Sie hernehmen, die höchsten Büromieten in der Innenstadt liegen irgendwo rund um die 25 Euro. Unterstellen wir jetzt, dass wir da vorne ab dem ersten Stock Büromieten 25 haben. Die höchsten Retailmieten sind auch hier am Platz. Die sind jenseits von 300 Euro. Was muss ich tun? Ich muss schauen, dass ich den Retailer in den ersten oder in den zweiten Stock ziehen kann, so wie es beim Louis Vuitton passiert ist. Und dann habe ich nämlich deutlich höhere Mieten im ersten und im zweiten Stock im Vergleich zu einer Bürovermietung. Und in Summe haben wir bei jedem Haus die Miete von vorher gegenüber der Fertigstellung vervierfacht. So funktioniert das Modell Benko Signa. Klingt ganz einfach, oder? Ist es wirklich so einfach? Natürlich habe Benko auch vom Boom der Immobilienmärkte profitiert, meint Wirtschaftsprofessor Dobusch. Mit den Mieten allein könnten die ausgewiesenen Gewinne nicht erklärt werden, sagt er. Der von Benko vor Corona ausgewiesene Überschuss in der Bilanz basiert auf Aufwertungen von Bestandsimmobilien, zumindest zum Teil. Wenn jetzt quasi sich aber die Geschäftsaussichten verschlechtern, zum Beispiel durch ein schlechteres Zinsumfeld oder durch Probleme der Mieter, die man hat, dann bedeutet das, dass man frühere Aufwertungen vielleicht nicht mehr rechtfertigen kann. Dass man also manche dieser Aufwertungen vielleicht wieder zurücknehmen muss, weil es nicht mehr darstellbar ist, dass diese erwarteten Erträge so auch eintreffen werden. Und das wird dann natürlich zu einem Finanzierungsproblem für Signa, weil die Kredite, die wollen ja weiterhin bedient werden, die man bekommen hat. Bei manchen kann es diese gewaltigen Auswirkungen geben. Aber wir haben diese Top-Innenstadtlagen zum Teil auf 20, 25 Jahre voraus fix finanziert. Dort treffen uns diese Zinssteigerungen jetzt überhaupt nicht und gar nicht. Außerdem habe man bei Signa trotz Pandemie praktisch keine Mietausfälle gehabt. Und Aufwertungen habe es nur dann gegeben, wenn in Immobilien auch investiert wurde. Ist das so? Nachprüfen können wir es nicht. Glaubt man den Signa-Bossen, verwandelt sich bei ihnen jede Baugrube zur Goldgrube. Mitten auf der bekannten Wiener Maria-Hilfer-Straße entsteht derzeit ein hunderte Millionen Euro teures Warenhaus plus Hotel. Über die genauen Baukosten spricht man nicht. Vorbild ist das berühmte Berliner Kaufhaus des Westens, KaDeWe. Kann ein solches Projekt gut gehen, wo doch gerade die Baupreise steigen und der Handel über Umsatzrückgänge klagt? Wir haben im Premium-Warenhaus-Segment, und so nennen wir die KaDeWe-Gruppe, und dann auch das Wiener Warenhaus, das in der Marie-Hilfer-Straße entstehen wird. Wir sind dort in den Top-Innenstadtlagen und die sind krisenresistent. Das ist das eine. Der zweite Punkt ist, stationärer Handel hat in diesen Lagen eine große Zukunft und wird auch immer funktionieren. Das altehrwürdige KaDeWe in Berlin ist tatsächlich eines der Prunkstücke in Benkos Kaufhausimperium. Ein Tourismusmagnet mit 60.000 Quadratmetern Fläche. Doch neben diesen Luxuskaufhäusern hat Signa auch Sorgenkinder, wie die Deutsche Galeria Karstadt Kaufhofgruppe. In den letzten Jahren wurden reihenweise Filialen geschlossen. Tausende Mitarbeiter mussten gehen. In der Corona-Krise haben staatliche Kredite das Überleben gesichert. Ob Deutschland das Geld jemals zurückbekommt, ist fraglich. Aber selbst wenn das Handelsgeschäft pleite geht, hat Signa immer noch dazugehörige Immobilien. Die könnte man weiterentwickeln und teurer vermieten.
Ganz im Sinne des Modell Signa, das den Privatmann René Benko reich gemacht hat. Er steht auf der Milliardärsliste des amerikanischen Forbes-Magazins. Unter den reichsten Menschen der Erde liegt er auf Platz 490 mit einem geschätzten Vermögen von 5,4 Milliarden Dollar. Vor ihm bekannte Namen wie Kosmetikerbin Jane Lauder oder der russische Oligarch Viktor Vekselberg. Mit seinem Geld gönnt sich René Benko 2018 ein vielbeachtetes Investment. Er erwirbt rund 25% an Krone und Kurier. Öfters sind es Engagements, die aus einem gewissen Mäzenatentum heraus gemacht werden. Den Eindruck habe ich bei Benko definitiv nicht. Was hat René Benko vor? Besonders mit der Krone, der reichweitenstärksten Zeitung Österreichs. Benko hat sich mit dem Miteigentümer der Krone, der Deutschen Funke-Gruppe, zusammengetan. Heikles Terrain. Denn Funke und die Krone-Herausgeberfamilie Dichand streiten seit Jahren um die Vorherrschaft. Auch bei der Krone sind die Renditen nicht mehr das, was sie einmal waren. Teure Investitionen in den Digitalbereich stehen an. Finanzieller Profit hat René Benko eher nicht gelockt. Vermutet Medienwissenschaftler Fritz Hausjell. Er sieht das Investment äußerst kritisch. Zumal Benko auch auf 50% aufstocken könnte. Also wenn René Benko sich dieses Flaggschiff im österreichischen Journalismus krallen kann, dann hat er gleich mehrere Trümpfe in der Hand. Er kann es der Politik anbieten, indem er dafür sorgt, dass eine begleitend freundliche Berichterstattung für jene Politik, die ihn seinerseits wieder freundlich unterstützt bei seinen Expansionsplänen im wirtschaftlichen Bereich. Das schafft mehr Macht und verfestigt diese Macht und er bleibt auch gegenüber der Politik letztlich der Stärkere. Anfragen zu den Krone-Kurierplänen werden bei Signa abgeblockt. Es heißt, kein Kommentar. Auch die Krone-Herausgeberfamilie Dichand will sich nicht äußern, fährt aber einen erbitterten journalistischen Abwehrkampf gegen Benko und nimmt dabei seine Projekte aufs Korn. René Benko erweitert sein Spielfeld ständig. Zum Leidwesen kleiner Tennishändler wie Herr Steinhauser einer ist. Denn mittlerweile ist Signa auch einer der größten Online-Sporthändler Europas mit entsprechender Schlagkraft. Schuld ist eindeutig der deutsche Konzern. Signa Sport, René Benko hat hier sehr viel Geld hineingegeben. Und das sieht man jetzt. Und leider Gottes haben wir hier die Probleme daraus. Was ist passiert? Benko hat über die letzten Jahre verschiedene Online-Handelsplattformen gekauft, die zwar weiter unter ihrem Namen tätig sind, aber alle zum Signa Sports-Reich gehören. Von Bikester bis Camps. Eine dieser Plattformen ist Tennis Point mit Sitz in Deutschland. Europas größter Anbieter von Tennisartikeln. Der auch Herrn Steinhausers Online-Shop übernehmen wollte. Wir haben ein Angebot bekommen von Tennis Point, also von dem deutschen Konzern. Und das haben wir abgelehnt. Und kurz darauf wurden wir von Firma Wilson gekündigt. Das heißt, wir bekommen keine Produkte mehr von der Firma. Herr Steinhauser vermutet, dass Druck auf ihn ausgeübt werden soll. Tennis Point habe sich nicht nur Wilson-Produkte, sondern auch Exklusivverträge mit der Tennismarke Dunlop gesichert. Jetzt macht Herr Steinhauser 30% weniger Umsatz. Er will sich wehren und hat bei der österreichischen Wettbewerbsbehörde eine Beschwerde eingebracht. Hier wird wirklich die Marktmacht ausgenützt von der großen Firma. Und das ist das, was wir auch an der Beschwerde
jetzt wieder nochmals versuchen darzulegen. Das heißt so ein bisschen ein Kampf David gegen Goliath? Genau, richtig. Wir versuchen zumindest etwas an seinem Bein zu knappern. Wir wissen, dass ihm das wahrscheinlich nicht einmal irgendwie kratzt. Aber wir versuchen es zumindest. Also hier geht es einfach auch um meine Existenz und darum kann ich das nicht einfach nur so hinnehmen. Noch hat die Wettbewerbsbehörde nicht entschieden. Bei Signa heißt es dazu, das sei eine normale Wettbewerbssituation. Der Stärkere gewinnt. René Benko gilt als blitzschnell kalkulierender Unternehmer, der alles unter Kontrolle hat. Demnächst muss er sich einer Situation stellen, in der andere die Kontrolle übernehmen. Benko muss vor Gericht. Weil Signa 100.000 Euro an einen gemeinnützigen Verein des früheren grünen Wiener Gemeinderats Christoph Chorherr gespendet hat. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Benko diesen bestechen wollte, um guten Wind für ein Projekt zu machen. Benko bestreitet das. Sollte er verurteilt werden, muss das Gericht eine längst getilgte Strafe berücksichtigen. 2012 hat Benko 12 Monate auf Bewährung ausgefasst. Laut Urteil hat er versucht, ein Steuerverfahren in Italien zu beeinflussen. Ein schwarzer Fleck in der Lebensgeschichte von René Benko, der sich danach aus allen Geschäftsführerfunktionen zurückgezogen hat. Offiziell ist er nur noch Berater in seiner Signa. Unterdessen zieht Benko im Hintergrund die Fäden bei einem weiteren umstrittenen Projekt. Im Südtiroler Bozen hat er ein riesiges Areal am Hausberg Virgel gekauft. Eine Seilbahn soll vom Stadtzentrum auf den Gipfel gebaut werden. Oben soll die Gletschermumie Ötzi ein neues Zuhause finden. Seit Jahren wirbt Signa dafür. Zu Misstönen kam es, als Spenden des Signer Stadthalters an die regierende Südtiroler Volkspartei bekannt wurden. Heuer hat das Land dem Projekt vorerst eine Absage erteilt. Bei Signa will man die Pläne nun überarbeiten und einen neuen Anlauf nehmen. Hartnäckigkeit trotz Widerständen, das hat Benko in all den Jahren erfolgreich gemacht. Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass Benkos Modell auch längerfristig weiterhin funktionieren wird, solange er genug Geldgeber findet, solange er genug Mieter findet, die bereit sind, steigende Mieten in seinen Immobilien zu bezahlen, kann das schon weitergehen. Ich glaube nur, man muss sich bewusst sein, dass das auch in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation es immer unsicherer und risikoreicher wird. Benko macht keine Anstalten, weniger Gas zu geben. Europaweit hat Signa fast 80 neue Projekte am Laufen. Seine Jugend im Innsbrucker Gemeindebau hat René Benko weit hinter sich gelassen. Doch Erfolg hat seinen Preis. Diese Grundhaltung von vielen, dass wenn erfolgreichen Leuten was passiert, man sich freut, die ist da. Und die wird, sag ich mal, die wird man nie wegbringen. Und daher werden auch natürlich einige Leute haben, die sich freuen würden, wenn der Unternehmer René Benko scheitert. Aber die werden sehen, dass ihnen die Freude nicht machen werde. Vom Schulabbrecher zum Milliardär. Und es scheint fast, je größer Benkos Imperium wird, desto weniger Einblicke erhält die Öffentlichkeit. Der Raum für Zweifel wird größer. Die Eko-Redaktion bleibt natürlich dran. Das war ein Eko-Spezial gestaltet von Johannes Schwitzer-Fürnsinn und Bettina Fink. Wir sind nächste Woche wieder für Sie da mit spannenden Beiträgen aus der Welt der Wirtschaft. Alles Gute und auf Wiedersehen.